Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Ich war wieder mal nicht faul in der Zwischenzeit zwischen den Episoden und habe wieder einiges für uns freigespielt, unter anderem dieses Lager. Und ich sehe gerade, hier gibt es noch netten Loot, den habe ich noch gar nicht geplündert. Sehr schön. Ja, das war jetzt weniger schön, dass ich davon schon zu viel habe, aber den Rest nehme ich doch gerne mit. Oh, da sind nette Sachen drin. Schockfalle, ja, die habe ich leider schon. Ja, und zwar möchte ich euch das auch nicht vorenthalten, was ich gemacht habe. Ich habe einfach ein bisschen die Karte aufgedeckt. Also nichts Besonderes. Das Einzige, was ein bisschen besonders ist, falls man das so nennen kann, ist, ich habe hier die das Großlauf-Jagdgebiet abgeschlossen. Mit allen drei, wie hießen die Dinger? Glutsonnen, genau. Mit dem Seilwerfer ging das, war eigentlich alles relativ easy. Und jetzt will ich weitermachen hier mit dem nächsten Langhals. Denn das ist so eine Sache, die stört halt immer extrem, wenn ich ohne euch unterwegs bin. Und dann, diese Langhälse möchte ich euch aber nicht vorenthalten. Die finde ich eigentlich recht cool, weil es vor allen Dingen auch nicht so viele gibt. Also, ist ja nicht so wie in anderen Spielen, dass man 30, 40 Türme oder sowas einnimmt. Dann ist es nichts Besonderes mehr. Aber diese Langhälse hier, die haben so ein bisschen, ja, die haben noch was Besonderes, weil es davon halt noch 5 gibt. Soweit ich das bisher sehe zumindest. 2 von denen haben wir bis jetzt aufgedeckt. Noch ein Signal. Ja, ein Signal, das ist unser Langhals. Bin auf dem Weg, gute Aloy. Aber erstmal will ich hier die Blume sammeln. Wo haben wir die denn? Ich mache das immer auf meine Weise. Ihr kennt es inzwischen wahrscheinlich. Oh, ich werde hier gleich entdeckt, habe ich das Gefühl. Okay, da kommt nur der Langhals, da habe ich nichts zu befürchten. Der blöde Wächter, den muss ich aber loswerden. So, meine Weise, darüber war ich gerade am Sprechen. Und zwar mache ich das ja immer so, dass ich so den Fokus benutze. Da hinten leuchtet irgendwas. Ja. Und so kann man die Blumen eigentlich recht gut sehen, weil die Blumen sind immer so ein Schimmern. Und die sieht man auch relativ weit dann. Weiter zumindest als hier dieses Symbol. So, Blume gefunden. Jetzt müssen wir nur beobachten. Gucken, eigentlich kann ich das doch so machen. Kann ich mir nicht die Spur markieren von ihm? Nee, das geht leider nicht. Schade. Oh, der hat die Forelle hier platt getreten. Stark. Fischgräte, sehr schön. Die kann ich auch gut gebrauchen. Glaube ich zumindest. Ich habe einige Munitionsbeutel, die ich noch nicht fertiggestellt habe. Werde ich mich auch demnächst mal wieder drum kümmern. Ihr seht auch, dass ich nicht untätig war, was meine Lebensenergie angeht. Ich habe wieder meine Medizinbeutelchen voll gemacht. Oh, shit. Nicht die Schnapper, bitte. Auf den Schnapper habe ich gar keinen Bock. Och, nee, komm, ey. Ich meine, okay, die Schnapper, die sind nicht mehr. Oh Gott, die sind überall. Sie gehen ja nicht kaputt. Alter, jetzt werde ich von dem Schnapper angegriffen. Ich kann von hier aus auf den Langhals springen. Okay. So, da werde ich erstmal die ganzen. Wow, wow, wow. Ganzen Panzerungen abbrechen. Und dann nehme ich den Pfeil hier und werde ordentlich draufzimmern. Kommt schon der nächste Schnapper, glaube ich. Aua! Ich hasse die Viecher. Ich hasse eigentlich alle Viecher. Natürlich auf das letzte verbleibende Rüstungsteil. Komm schon, Aloy. Den machst du locker. Kümmert euch wieder um euren Kram. Ja, ist echt so, ey. Warte, ich brauche diesen Schall. Wow! Aua! Oh, gleich meine Lebensenergie, die ich so schön gepumpt habe, wieder dahin. Beuteteil entfernt, sehr schön. Das sind mal die Feuerpfeile. Ich weiß gar nicht, wie die auf Feuer reagieren. Hö, habe ich nicht einen Feuerpfeil ausgewählt? Uhuhuhu.
Oh, man trifft halt so schlecht. Wow, wow, wow. Mit dem Bogen. Feuerpfeil wollte ich. Feuerpfeil, der sieht immer so effektiv aus, weil die da immer so schön brennen und so. Dann, oh nee, ne, jetzt habe ich doch einen dritten angelockt oder was? Ich glaube, es hackt, ey. Da muss ich eigentlich nur diesen Langhals machen. Okay, Feuer scheint effektiv zu sein, oder? Wow! So, Nummer 1 habe ich. Jagen Sie mich. Okay, sehr schön. Die jagen mich schon die ganze Zeit, Aloy. Kann er mal einen Fokus rausholen? Also Stärke. Okay. Das Ding da unten ist auf jeden Fall anfällig. Wow, aua. Ah, es ist gut geschützt. Wo ist er? Hab ich jetzt gerade den dritten geholt? Oh Gott, hab ich. Moment mal, die mache ich mit dem Seilding. Komm schon. Komm schon. Alter. So, und dann kann man die schön im Nahkampf machen. Komm schon. Kritischer Schlag. Jawohl. Sehr schön. Diese habe ich, die sind nämlich überhaupt kein Problem, habe ich festgestellt inzwischen. Die habe ich nämlich so ein bisschen gefarmt. Also nicht gefarmt, aber okay. Vor allen Dingen musste ich die töten für die Jagd. Für das Jagdgebiet. Das hatte viel mit Habichten zu tun und da musste ich mich im Kampf mit denen üben und ja, die sind eigentlich mit die einfachsten Gegner im ganzen Spiel. Auch wenn die sehr nervig sind, dadurch, dass die aus der Luft kommen, dachte ich zuerst, dass die eine fiese Nummer sind, aber eigentlich mit diesem Seilwerfer sind die sehr anfällig. 2-3 Seile und die sind festgemacht am Boden und dann haben die auch sehr wenig Lebensenergie. Meinem Gelaber hier habe ich jetzt, glaube ich, die. Das nehme ich für unterwegs mit. Den Moment verpasst, wo ich aufspringen kann, oder? Nein, nein, hier sollte es gehen. Hey, Leute, spring! Jawohl, sehr schön. Okay, jetzt muss ich nur noch zum Kopf holen. Genau. Das sollte ein leichtes sein. Und dann. Sehr lange Rede, sehr langer Kampf, kurzer Sinn. Deswegen waren wir hier, Langhals. Und dann haben wir wieder einen Großteil unserer Karte aufgedeckt. Nummer 3 von 5, sehr schön. Ich liebe das Spiel. Langsam komme ich auch rein, was die Skills betrifft, wie ihr seht. Also die richtigen Pfeile dann einsetzen im richtigen Moment. Die richtigen Items benutzen. So, schauen wir doch mal auf die Karte, was das ganze Ding jetzt freigelegt hat. Ja, gar nicht mal so viel eigentlich. Was ich auch auf jeden Fall machen möchte, ist hier die nächste Herausforderung. Eigentlich könnten wir das direkt machen, oder? Will ich eigentlich gar nicht so lange drum rumschwatzen. Wir haben nämlich hier oben auch noch eine. Und wir haben hier unten noch eine. Und dann haben wir hier die beiden Langhälse noch. Die sind ja auch nicht mehr so weit weg. Die können wir eigentlich auch in den nächsten Episoden mal angehen. Ich mache mal eine Schnellreise hier rüber. Und dann hängen wir direkt noch das nächste Special dran. Wir lassen die Quests mal kurz liegen und. Ja, ich will jetzt noch nicht zu viel sagen, aber auf jeden Fall dieses Dungeon schließen wir jetzt ab. Beziehungsweise, wie heißen die Dinger nochmal? Das sind ja diese Ruinen der Alten, ne? So werden sie, glaube ich, genannt von den Nora. Oder von allen Menschen, verbliebenen Menschen. Vielleicht finden wir da ja auch wieder Energiezelle. Das wäre echt super. So, schauen wir mal. Wir müssen nämlich hier auch wieder. Noch ein bisschen was herstellen. Vor allem von meinen Zersprengerpfeilen. Ich habe übrigens meine Bögen alle nochmal umgeskillt, wie ihr sehen könnt. Also die Zersprengerpfeile sind jetzt voll auf Abriss geskillt, wie man sehen kann. Und auf Handhabung ist der Bogen geskillt. Hier, Handhabung, Abriss. Der macht jetzt natürlich nicht mehr so viel Schaden. Aber die sind halt, die Teile reißen halt sofort ab, ne? Also das ist halt schon mega geil. Das Ding macht, was macht das eigentlich? Beutepfeil macht auch relativ viel Abriss. 97 Abriss. Aber nicht so viel wie der. Der macht 195 Abriss. Wieso sollte ich dann diesen Beutepfeil nehmen? Der macht halt ein bisschen Schaden noch, der Beutepfeil. Der andere halt gar nicht, aber
Ja, ich meine, scheiß drauf. Wenn ich Schaden machen will, nehme ich den anderen Pfeil. Da brauche ich nicht den. So, Brandpfeile. Oh, ich habe nicht mehr viele von denen. So, und Bomben kann ich mir auch noch ein paar bauen. Sehr schön. Okay. Wo wollen wir hin? Wir wollen hier hin. Ich habe das schon ein bisschen freigespielt hier, wie ihr seht. Anhand der Lagerfeuer. Dass wir nicht so weit laufen müssen. Städte Roh. Die anderen haben nichts bemerkt. Ah, jetzt haben sie mich bemerkt. So, aber kein Problem. Diese Wächter sind ja wirklich die einfachste Übung. Sollte mal öfter diesen Fokus benutzen. Also nicht Fokus, diese Zeitverlangsamung, wenn ich ziele. Die kostet ja nichts. Ich muss nur aufladen. Lädt eigentlich relativ schnell auf. Die Brutstätte Roh. Ich hoffe, dass ich hier wieder ein paar geile Sachen über Brücken lerne. Wahrscheinlich sogar. Wieso komme ich hier nicht rüber? Brauche ich hier irgendwas, um darüber zu kommen? Wenn ja, das wäre das sehr traurig. Bin extra hierher gekommen. Wahrscheinlich muss ich da runter, oder? Ah, ich vermute es mal schwer. Ich glaube nämlich nicht, dass es sowas wie einen Enterhaken gibt oder so. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Durch dieses Rohr läuft irgendeine Flüssigkeit. Ich mach mir mal Brutstätte Roh. Die ist Stufe 11, okay. Aktiviere das mal als meine aktive Quest. Hier soll ein Rohr sein, durch was irgendwas fließt. Das da. Irgendwas Grünes. Okay, seilen wir uns erstmal ab. Ich bin gespannt. Die Brutstätten waren bisher ja immer frei von Gegnern. Vielleicht ist es deswegen auch Stufe 11. Das ist übrigens mein einziger größerer Kritikpunkt. Ich scheine nicht die Erste zu sein, die einen Eingang gesucht hat. Was für ein Wieso? Jammer. Ich sehe nichts. Liegt hier irgendwo eine Leiche? Manchmal sieht sie Sachen, die ich nicht sehe. Was ist denn das da unten? Lüftung. Ah, da komme ich bestimmt noch hin. Ach, hier. Die Leichen habe ich gar nicht gesehen. Was sind denn das für... Was sind das für welche? Aber nicht diese Schattenkaja, oder? Genau, mein einziger größerer Kritikpunkt bis jetzt am Spiel ist wirklich, dass kreuz und quer auf der Karte läufst. Also, das finde ich echt uncool. Man weiß nie so genau, bin ich eigentlich jetzt gerade in einem Gebiet, wo ich sein soll? Oder bin ich in einem Gebiet, was viel zu high ist? Und aber weil manchmal begegnet, besser vorbereitet. Manchmal begegnet man Gegnern, die... Ja, man steht auf einmal vor einem Level 30 Gegner, der einen One-Hit. Ist mir alles schon passiert. Und der läuft dann zwischen den Level 10 Gegnern rum. Das finde ich ein bisschen merkwürdig, ehrlich gesagt. Und ich finde auch die Quests ein bisschen merkwürdig, dass das so ein... Oh Gott, hier sind ja doch Gegner. Ich finde die Quests ein bisschen merkwürdig, dass die, Sieht aus wie eine Riesenlinse. Vielleicht so eine Art Portal oder sowas. Muss ich da irgendwie langklettern? Tatsache. Vielleicht doch nicht. Na, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, was ich sagen wollte. Naja, auf jeden Fall mit den Quests, das finde ich ein bisschen merkwürdig. Werde ich gerade zerquetscht? Okay, nee, so funktioniert es nicht. Wo muss ich hin? Ich dachte, dass ich mich da hochziehen kann und dann da einfach abspringen, aber das scheint so nicht zu funktionieren. Muss ich es genau umgekehrt machen? Okay, ich muss scheinbar
dauert ja ewig. Nee, da ist die gute Aloy auch überhaupt nicht schnell genug für. Nee, so klappt das nicht. Also ich glaube, dass ich hier oben rumhangeln muss, aber... Aloy ist nicht schnell genug. Oder hier oben doch. Komm schon, Aloy. Komm schon, springen. Okay, hat geklappt. War gar nicht so einfach. Dieses Rauschen. Rauschen? Ich höre nichts. Auf jeden Fall sind hier wieder diese Lüftungsdinger. Und das heißt, mehr Gegner. Stimmt, ich habe mich vertan. Es gab natürlich Gegner bisher in alten Ruinen. Mal diese Wächter. Und ich hatte sogar einen Endboss. Stimmt, jetzt erinnere ich mich. Ja, wahrscheinlich wird es ähnlich laufen. Brutstätte, sorry, so heißt es ja. Wenn hier nicht mehr wirklich Maschinen hergestellt werden, oder? Momentan. In der letzten Brutstätte liefen zwar die Maschinen, aber eine wirkliche... Also die, sie liefen im Sinne von... Es hat sich was bewegt, aber... Ich muss irgendwie durch diese Hülle kommen. Richtige Produktion habe ich ja nicht gesehen. Was ist denn das denn? Die Sägezahn. Kommt der hier rein? Wenn ja, dann wäre das echt blöd. Die Sägezähne sind übrigens auch sehr anfällig. Wie diese Sprengpfeile. Mögen die gar nicht. Ich steck mal ein paar Sprengpfeile reinzimmern im Guten. Okay, das war überhaupt nichts. Immer die Feuerschleuder. Au. Aua. Okay, das hat nicht so weh getan. Au, das war voll daneben. Ah, du kannst dich ruhig aufregen, mein Guter. Rennen sind sie immer so ein bisschen außer Rand und Band. Oh, der Bastian ist dabei. Abrissspule, sehr nett. 40% auf Abriss. Gleich mal schauen, ob das besser ist als eine, die ich habe. So, erstmal heilen. Habe ich eigentlich recht gut gemeistert, den Kampf. Da kann ich nochmal ein paar neue Pfeile herstellen. Genau, Spule. Und zwar ist das hier bei Herstellung und dann Waffen modifizieren. Abriss ist ja hier dieser Bogen. 45%, 50% Abriss, okay. Ist auf jeden Fall nicht besser. 40% Abriss, 13% Handhabung. Boah, die ist richtig krass hier, ey. Haben zwar beide den gleichen Wert, aber das ist eine 45er Spule und das eine 50er und die hat 15 Handhabung und die hat einfach noch 33% Handhabung und noch 17% Feuer drauf, ey. Die ist... Eigentlich gehört die nochmal eine Stufe stärker als Lila. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare. Oh, hier gibt's. Ich habe dem eine Waffe abgeschossen. Stimmt. Das kann man auch machen. Verwüsterkanone. Das ist die Waffe von dem Sägezahn. Die kann man auch mit diesen Zersprengerpfeilen abschießen. Und diese Verwüsterwaffe, die geht richtig ab. Damit die macht man irgendwie so 300er Hits und die schießt bam, 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 bam. Also richtig schnell. Macht auf jeden Fall richtig Bock damit. Okay, brauche ich eigentlich nur warten, oder? Richtig falsch. Ja, sehe ich falsch.
werde ich ganz zerquetscht. Aber wie komme ich da hoch, wenn beide Seiten zu sind? Da passe ich da nicht durch. Und da passe ich auch nicht durch, oder? Ja, da passe ich nicht durch. Aua. Okay, da muss ich einen anderen Weg hochfinden. Ich habe jetzt auch ein bisschen den Überblick verloren, von wo ich kam. Von hier kam ich, genau. Ah, da muss ich hier lang. Finde ich ehrlich gesagt jetzt nicht so toll hier mit den komischen, diesem Kletterparcours hier gegen die Strömung. Hä? Warte mal. Nee, das hat mir so gar nichts gebracht. Wo muss ich denn hin? Ach so, ich muss da oben ran. Na gut, ich nehme es wieder zurück. Ich wollte mich gerade sagen, das ist ja reine Fleißarbeit und hat überhaupt nichts mit Rätsel zu tun, aber ich werde als Besseren belehrt und macht direkt das Erste, was man falsch machen kann, falsch. Okay, hier kann ich runter. Loot! Immer her mit den Metallscherben. Ich habe zwar inzwischen 2800 wieder, aber das täuscht. Ich habe nämlich noch ein paar Sachen offen, die ich mir kaufen möchte, die sehr, sehr, sehr teuer sind. Ich rede von Waffen. Waffen und Rüstung. Für die Rüstung muss ich übrigens auch noch ein paar Sachen farmen. Okay, hier muss ich einfach nur warten. Das werde ich wahrscheinlich auch demnächst mal off-camp machen. Ich muss noch so ein paar Brüllrücken oder so farmen. Ich brauche da Herzen. Könnte ich mir natürlich auch kaufen, aber... Obwohl, die Herzen kann ich, glaube ich, nicht kaufen. Oder doch? Ich weiß es gerade nicht. Ich muss mir das beim nächsten Händler mal aufschreiben. So sollte ich durchkommen. Was ich da alles brauche noch. Sehr schön, okay. Schauen wir mal. Nicht, dass ich wieder einen Fehler mache. Hier kann ich jetzt runterspringen, oder? Ist richtig, oder? Aber wo geht's weiter? Hier einfach. Steh wieder auf dem Schlauch, Leute. Aber ist schon alles für blöde markiert. Muss ich jetzt wieder hier zurück, oder was? Ja, wahrscheinlich. Muss ich wieder da hoch. Mit den Gondeln weiter. Ich nehme alles zurück, Leute. Rätsel ist doch gar nicht so schlecht. Für mich reicht es zumindest. Okay, damit fliegen wir dann zu der Plattform dort. Und da kann ich mich dann runterlassen. Sehr fein. Und da sehe ich auch rechts schon die nächsten. Und dann geht es wahrscheinlich hier weiter. Wenn ich das Tor aufgemacht habe. Okay, ich sehe schon. Ist hier hoch. Dann muss ich wahrscheinlich hier gegen den Uhrzeigersinn springen, oder? Aber wieso springt sie nicht? Ah, jetzt. Aloy? Aloy? Hä? Irgendwie springt die nicht. Oh nee, ne? Ah ne, okay. Ich dachte, ich wäre ganz runtergefallen. Irgendwie funktioniert das nicht. Es sind immer nur zwei nebeneinander und der andere ist um die Ecke. Ist irgendwie klar, dass das nicht geht. Ne? Man kann ja nicht um die Ecke springen. Ah, warte mal. Ich glaube, ich muss einfach hier rüber, ich Idiot. So. Das war nur zur Ablenkung für Idioten wie mich. Na, vielleicht brauche ich das irgendwie für einen Rückweg oder so. Keine Ahnung. Obwohl es jetzt gerade im Moment so aussieht, als müsste ich nie wieder dorthin zurück. Doch, jetzt. Jetzt werde ich hier wieder irgendwas öffnen, oder? Nee, doch nicht. Ich bin unsichtbar. Ah, dreh dich mal zu mir.
Okay, wenn er sich nicht zu mir dreht, dann komme ich halt zu ihm. Kein Problem. Einmal kurz drehen. Na bitte. So. Was haben wir denn hier Schönes? Oh, da unten sind noch mehr. Der eine ist irgendwie auf mich aufmerksam geworden, wie auch immer er das geschafft hat. Komm schon. Da kommen sie. Oh shit. Sind viele. Ah, die sind alle irgendwie durchs Netzwerk auf mich aufmerksam geworden jetzt, aber können gar nicht zu mir, die Idioten. Halbpilz. Ich liebe die Halbpilze, die sind so stark. Ich dachte schon, die werde ich nie mehr los. Okay, da hinter der nächsten Wand scheint es auf jeden Fall abzugehen und das sind auch größere Viecher. Sägezahn oder so, der da gerade am rumpummen ist. So, da haben wir noch ein Loot-Kästchen. Also diese Brutstätten sind bis jetzt eine meiner Highlights. Ich könnte jetzt hier durch, oder? Ich gehe aber erstmal hier oben gucken. Entweder ist das hier ein Geheimgang. Oder hier gibt es noch irgendwelchen Loot, genau, versteckten. Oh, das ist eine Lootkammer hier, so wie es aussieht. Ja. Ein Geheimraum. Da muss ich da unten durch. Schade, ich dachte, hier oben hätte ich vielleicht sogar einen geheimen Gang gefunden. Na, jetzt sehen die mich natürlich direkt, ne? Wenn die da jetzt so auf der Suche nach mir sind. Was haben wir denn da? Ein Verwüster. Schwäche für Feuer. Dann kann ich eigentlich direkt eine Feuerfalle aufstellen. So, wartet mal. Und zwar brauche ich dafür mein Fallengerät. Ich will es ausrüsten. Fallengerät. Wo ist es? Da oben. So, dann nehmen wir hier die Feuerfalle. Machen wir das erstmal so. Wahrscheinlich kommt der eh nicht hier rein. Zur Absicherung. Sieht wie ein Sägezahn aus. Nur schwerer bewaffnet. Sägezahn. Na toll. Aua. Okay, der ist bald schon mal gesessen. Ja, bewaffnet macht gar nichts. Seht ihr mal, was er für einen Schaden bekommt. Und die Waffen schieße ich ihm erstmal schön ab. Ah, kommt nur hier hoch. Oh, der schießt irgendwas. Schockwelle, okay. Ah, bei den Kleinen. Ich hab keine Angst. So, sehr schön. Liegt doch wie am Schnürchen. Sogar mit den Billo-Pfeilen. Seht ihr, genau das meine ich. Man muss die Sachen richtig einsetzen. Ein brennender Sägezahn ohne Panzerung ist halt ein Opfer. Wie wir gerade gesehen haben. Die sind so schnell down. Und das krasseste ist dann noch, wenn die ihre Waffe verlieren. Diese Sägezähne haben ja diese Waffe aufmontiert. Da oben liegt sie übrigens jetzt auch wieder. Die ist irgendwie da hochgesprengt worden eben. Wenn ich die dann aufhebe... Eigentlich kann ich die euch jetzt mal zeigen. Fällt mir gerade so auf. Hat er denn hier noch verloren? Zünder, viermal. Sehr schön. Nehme ich nämlich hier den Verwüster auf.
Und damit kann ich jetzt mal in den nächsten Raum stolzieren und da ordentlich aufräumen. Dann seht ihr mal, was das Ding für einen Schaden macht. Ich hoffe, das ist nicht nur so ein kleiner Wächter. Wäre richtig geil, wenn es noch ein Monster wäre, ein großes. Die Maschinen sammeln Lohe in der Wildnis und lassen sie hier fließen. Wie Blut zu einem Herzen. Die Blutstätte läuft also durch. Ja, das ist noch ein kleiner Wächter. Ja, ihr habt es gerade gesehen. Jetzt sehen wir mal die wahren Ausmaße. Seht ihr das, wie das Ding einfach die Maschinen weglasert? Das ist einfach krank. Dem Ding macht es dann richtig Spaß. Also da können die Sägezähne ruhig öfter kommen. Und ihre Waffen liefern. Die kann man, wie gesagt, mit diesen, mit denen hier, mit diesen... Das Sprengerpfeil, kann man die abschießen, die Bauteile. Da hat man eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, zumindest wenn man es so equipped hat wie ich. Ich weiß jetzt nicht, ob das daran liegt. Ich denke mal, ja, was würden sonst diese Mods für einen Sinn machen? Ich habe halt maximal Absprengen gesockelt, gemoddet. Und ich vermute mal, dass es dann noch schneller geht, dass man dann noch weniger Pfeile benötigt. Das halt macht noch mehr Zersprenger-Schaden. Ich brauche eigentlich nur 2 Pfeile, um die komplette Rüstung und alle Waffen und so, die so ein Ding hat, abzuschießen. Ich muss irgendwie da in die Mitte. So, hier haben wir doch so eine Brücke. Man das Monster eigentlich schon mehr oder weniger schachmatt nach 2 Schüssen. Okay, liebe Leute, wir sehen beim nächsten Mal, wie es weitergeht hier. Warte mal, durchsuchen, genau. Suchen geht noch. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch wieder dabei seid, hier bei Horizon Zero Dawn, wenn wir die Brutstätte roh zu unserer machen. Beziehungsweise, wenn wir sie ausschalten. Bin gespannt, was passiert. Ich glaube, wir nähern uns langsam dem Ende, wenn ich mir das Ding hier angucke. Ah, guck mal, das sind diese... Das ist die Brutstätte. Das ist dieser, ja, diese Brutmaschine. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie der Name von dem Ding ist. Crazy. Und dieses Zeug, was wir im Rohr gehört haben, ist bestimmt Lohe. Ja, Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Silent. Shot.